Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection, glaube ich, dass das so richtig war. Ist eine Weile her, die letzte Aufnahme. Wir haben auch jetzt gerade eben, als ich die Aufnahme gestartet habe, also kurz davor, als ich das Spiel gestartet habe, die Zoobekanntheit nochmal gesteigert von 37 auf 38. Ja, okay. Ist so. Konnte ich leider nicht ändern. Ich habe das Spiel angemacht und dann kam das. Genau, also ich hatte ja eine Abstimmung laufen gehabt. Ich hatte das als Ferienprojekt gemacht und habe das dann einfach mal so ein bisschen ignoriert und habe mir gedacht, naja, mal gucken, ob das überhaupt noch jemand sehen möchte. Aber es wurde dann doch des Öfteren danach gefragt und ich habe mir gedacht, okay, mach's mal eine Umfrage und das waren jetzt knapp 40 zu 60%. Also ja. Ich denke, das ist okay, das reicht mir, da kann man auf jeden Fall nochmal weitermachen. Genau, ich habe jetzt den Park genommen, den wir im Ferienprogramm gemacht hatten, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich den Spielstand noch hatte, ich war mir so unsicher, deswegen hatte ich gesagt gehabt, dass man vielleicht sonst nochmal neu startet, aber ich habe den Spielstand doch noch und deswegen machen wir jetzt dort weiter. Ich würde gerne mir ein wenig mehr Zeit lassen. Ich bin immer so, ja, so durch die Gegend gehuscht und habe immer versucht, alle Aufgaben zu erledigen und so. Das müssen wir natürlich tun, um eben auch, Geld zu bekommen und so weiter. Aber ich würde gerne mehr Struktur in diesen Park bringen und einfach auch alles nutzen, was einem so zur Verfügung steht. Außerdem habe ich mir ein bisschen was angeguckt und weiß jetzt, dass ich bei einigen Gehegen ein bisschen Fehler gemacht habe und man durchaus mehr unterbringen kann oder auch Dinge ändern kann. Hallo, Löwis. Ja. Okay. So, dann wollen wir mal eben schauen. Ich würde gerne einmal mir meinen Park nochmal von oben anschauen. Also wir haben ja schon einen Riesenpark gebaut, ne? Und ich hatte dann ja irgendwann mit dieser Deko aufgehört, weil das nicht funktioniert hat und so weiter. Ja, wir gucken mal, ob wir da ein bisschen mehr Struktur reinbringen können. Auf jeden Fall würde ich eben ganz gerne... alle Tiergehege auf jeden Fall benennen. Das fände ich jetzt unglaublich wichtig. Und dann schauen wir mal, dass wir eben die Savannengebiete zusammenbekommen. Dass wir mehr Deko machen, ja. Ich meine, wir haben eine Riesenkarte. Wir können da wirklich einiges bauen. Was ich immer noch nach wie vor ein bisschen schade finde, ist, dass man so eingeschränkt ist. Dass man eben nur vorgefertigte Gehege hat. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich gedacht habe, so, ja, nee. Ich mag das Spiel nicht so, aber ich habe gedacht, ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance. Ich versuche es nochmal und genau, hier sind wir. Dann würde ich sagen, legen wir doch los mit dem Beschriften der Gehege. Wir werden die später noch umsetzen, denke ich. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Gehege einfach mit Tieren drinne verschieben kann. Wir gucken mal. So, verschieben mit Tieren drinne. Mit allem, was ich habe. Anscheinend. Okay, also das scheint zu funktionieren. Ja. Okay, ja, das ist dann natürlich eine Sache, die wir auf jeden Fall dann machen. Ja, also Gehege benennen und dann... Goldmann-Jaguar. Und dann, ja, schauen wir mal weiter. Zoo-Übersicht. Hab ich das schon dahingeschrieben, dass das Goldmann-Jaguar sind? Anscheinend. Die Alpaka. Spießbock-Antilopen. Löwen. Weißschulter-Kapuziner. Was haben wir hier noch? Das ist alles Deko, ne? Was haben wir hier? Gemäßigte mittlere Waldzone. So, dann wollen wir mal schauen, was wir da denn für Tiere drin haben. Antonio. Antonio, du bist ein Bär. Das ist wirklich toll. Ein Kermodebär. Okay, also sind hier Kermodebären drinne.
Dann wollen wir doch mal noch weiter zurück. Gehege. Kann ich das so... Ah ja, da war umbenennen. Ach, da hatte ich ja so Probleme mit, ne? Mit dem Beschriften. Kermode. Beeren. Beeren. Eingabe. Das hat jetzt aber geklappt, glaube ich. Ja, das hat geklappt. Ich muss dazu sagen, ich habe eine neue Tastatur. Vielleicht lag das daran, dass die andere dafür irgendwie nicht so geeignet war. Vielleicht haben die sich nicht vertragen. So, das ist hier Tropenbaum. Was haben wir denn hier? Also, wie gesagt, ich lasse die Herausforderung jetzt erstmal Herausforderung sein. Ich glaube, das schaffen wir sowieso nicht. Das hier ist Überraschungstier und 1000 dauerhafte Bekanntheitspunkte. Ja, das ist super. Aber ich weiß nicht, was wir da auswildern sollen. Wir haben ja nichts. Das ist ja noch ein Problem momentan, ne? Also wir haben keine Tierarten, die wir jetzt so auswildern können. Wir haben also zumindest keine bedrohten. Wir hatten da Elefanten oder irgendwas gekauft gehabt, ne? Wir werden mal gucken, dass wir hier jetzt so ein bisschen den Überblick behalten. Vielleicht sollten wir auch längere Wege in Kauf nehmen zwischen den einzelnen Gebieten. Okay, also Tropenbaum. Ich möchte gerne gucken, was habe ich denn hier drinne? Ja, du bist ein Weißschulterkapuziner. Habe ich da zwei Gehege mit Weißschulterkapuziner? Da habe ich doch auch schon welche, oder? Da drüben. Okay. Ja. Weißschulterkapuziner. Okay. So. Das klappt erstaunlich gut. Ich bin wirklich überrascht. Da habe ich die Goldagutis drin und hier waren Weißschulterkapuziner drin. Haben wir da... Ja. Naja, dann haben wir zwei Weißschulterkapuziner. Macht jetzt auch nicht wirklich was. Okay. So, zurück. Jetzt, ich muss erstmal wieder hier so ein bisschen reinkommen. Goldagutis. Weißschulterkapuziner. Da hatten wir einen See. Das ist nur Deko. Toiletten. Capri-Giraffen. Hier haben wir Sumatra-Elefanten. Die können wir uns nochmal angucken. Die sind nämlich durchaus gefährdet. Aber, wie ihr seht, ist die höchste Stufe 12. Und, ja, bringt uns leider dann nicht viel. Dadurch können wir sie nicht auswildern. Sehr, sehr schade. Aber okay. Also das sind gefährdete Tiere auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Das ist unser Buschbock-Antilopen. Da weiß ich gar nicht, ob die gefährdet sind. Ich glaube, Antilopen sind da jetzt nicht so gefährdet, ne? Blossom... Lilly, aber... Oh, Ben, wir wollen mal eben gucken. Savanne. Aber wo steht denn jetzt hier die Gefährdung der Tiere? Das Ding ist... ich weiß das gar nicht. Jetzt hier, ne? Natürlich wüsste man das, wenn man... wenn man die kauft. Der Buschbock-Antilope. Vielleicht können wir mal eben ins Tiermenü reingucken. Also hier Tiere adoptieren. Und dann Antilopen, Buschbock-Antilope. Sind die denn gefährdet? Man konnte sich das doch anzeigen lassen. Genau. Diese Art kommt ziemlich häufig vor. Okay. Also, die sind nicht gefährdet. Und hier hinten haben wir unsere arabische Oryx-Antilope. Mensch. Aber auch die sind, glaube ich, nicht gefährdet. Soweit ich das weiß. Oh, die ist recht ungewöhnlich. Aha. Ich, ja, ich weiß nicht. Also vielleicht sollten wir einfach mal schauen, ob wir... Ob wir dann doch mal gucken, ob wir irgendwelche Tiere auswildern können. Aber
Ah, hier, Maisie. Die könnten wir auswildern. In die Freiheit entlassen. Ja. Den lassen wir da, natürlich auch. Ja. Talula, aha. Ah, hier sind schon echt viele drinnen, ne? Aber, okay, also einen haben wir jetzt freigelassen. Wunderbar. Das Gehege ist auch schon benannt, ne? Gut, dann weiter. Binturong haben wir hier. Binturong, gucken wir gleich. Für vollständige Zoosammlung ist klar, Freilassungsprogramm. Die Presse hat uns nahegelegt, dass noch mehr Tiere ausgewildert werden müssen. Sie haben dich herausgefordert, 3 Tiere auszuwildern. Okay, also 3 Tiere auswildern, ja, das kriegen wir hin. Also das wiederum ist kein Problem. Aber eben stark gefährdete ist dann schon absolut ein Problem. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Das ist Jasmin, Heathcliff und Jasmin. Ja, die können wir leider auch noch gar nicht auswildern. Aber das Gehege ist schon schön beschriftet. Das finde ich super. Was haben wir hier? Buschbock-Antilopen sind ja nun nicht gefährdet, aber das ist uns jetzt im Moment gerade mal egal. Wir sollen sie ja eigentlich nur auswildern. Hier, Ben. Ben können wir auswildern. So. Ben. Vielleicht haben wir noch einen. Und Una. Una können wir auch auswildern. So. Dann haben wir die eine Herausforderung auf jeden Fall gemeistert. Für stark Gefährdete natürlich nicht. Hier, das haben wir natürlich nicht geschafft. Das schaffen wir auch nicht mehr. Aber, okay, finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Wie gesagt, wir kümmern uns hier erstmal um unsere Gehege. Also, ich glaube, wir haben alles beschriftet jetzt. Ne, wir hatten das letzte Mal ja schon echt viel gemacht. Und ich glaube, wir haben jetzt soweit alles beschriftet. Dann würde ich anfangen, die, ja, die Dinge einfach in Gebiete aufzuteilen, ja. Aber wir gucken mal nach der neuen Herausforderung. Bald kommt eine Gruppe von Liebhabern der Tierart Capri-Giraffe in den Zoo und würde gerne ein Junges der Tierart Capri-Giraffe sehen. Sorge dafür, dass sich deine Capri-Giraffen paaren, damit rechtzeitig für den Besuch ein Junges geboren wird. Mit den Tieren spielen. Die Zoogesellschaft möchte beobachten, wie du mit deinen Tierarten interagierst. Starte eine Fütterung Interaktion mit 4 verschiedenen Arten aus der Gattung Antilope. Okay, also 4 Antilopen und unsere Capri-Giraffen. Das trockene Wetter strapaziert deine Tiere und sie brauchen mehr Futter und müssen häufiger gewaschen werden. Okay. Kann ich dagegen was tun gegen die Krise? Die Dürre? Wir haben ja auch Dürre momentan, also. Obwohl jetzt am Wochenende ist es ja etwas besser geworden. Aber die letzten Tage, es war unglaublich heiß. okay. Freiwillige Helfer und eine groß angelegte Rettungsmission, die der Ausbruch und der Dürre praktisch, ja, ausgleicht. Das ist schön. Ich muss gucken, wie viel Geld ich habe. Ich habe ja auch keine Ahnung. 342.000 haben wir. 342.000. Ja, dann können wir uns das leisten. Dann machen wir das mal hier. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, nicht, dass da irgendwo noch eine Stelle mehr ist und das daher eine Million ist oder so. Okay. Wir wollten jetzt hier in die Aufzuchtstation gucken. Personal. Kimberly. Jetzt muss ich gucken. Kriege ich das so mit, wo die eingesetzt sind? Okay, wenn ihr jetzt ein komisches Geräusch hört, das sind unsere Nachbarn. Die fangen gerade das Bohren an. Da kann ich leider jetzt so gar nichts gegen tun. Tut mir leid. Das, ja, hört sich ja schrecklich an. Ich hoffe, die kommen nicht durch. Die machen hier keinen Durchbruch. Okay, so.
Ja, ich, weil man kann die zuweisen, Gehege zuweisen. Ach, guck mal, die ist zugewiesen. Capri-Giraffen Krishna arbeitet hier. Also, wir haben die schon zugeordnet. Wir haben bei den Kermodo-Bären noch niemanden. Und bei den Buschbock-Antilopen auch nicht. Aber wie wir sehen, scheint das ganz von alleine zu funktionieren. Aber ich glaube, bei den Bären kann man auch noch mal jemanden hinpacken. Ich brauche mehr Leute, ne? Das Ding ist, ich habe nur alle Leute. Ich kann hier nichts mehr verbessern. Ich kann es nur reparieren. Das machen wir mal. Es war nämlich ziemlich kaputt. Okay. Gut. Also, wir haben die eingesetzt bei den Capri-Giraffen. Dann sollte das eigentlich von ganz alleine funktionieren. So. Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt muss ich mal eben schnell schauen. Was war das denn? Genau, das war das Magazinfoto. Sumatra-Elefant machen wir. Dann können wir auch gleich mit den Antilopen noch spielen. Elefanten sind hier. Nee, da muss ich ja an den ins Gehege rein. So. Ach, das ist doch hier. Das ist doch ein tolles Motiv hier, oder nicht? Das war mit P war das. Naja, jetzt muss ich erstmal gucken. Hallo? Nicht deinen Hintern zeigen. Och. Hallo, dreh dich mal. Tja, ich fürchte, das war irgendwie nicht gewollt. Hallo? So, jetzt aber. Ja. Schönes Foto. Ja, aber ich brauche das nicht. Ich brauche das ja eigentlich nur für das Dings. Aber ich glaube, ich muss das trotzdem behalten, ne? Oder? Weiß ich gar nicht mehr. Okay, so. Das haben wir. Jetzt gucken wir mal eben, wo unsere Antilopen sind. Und dann machen wir da eine Fütterungs-Aktion. Wir haben ja einige Antilopen. Wir fangen hier an bei den arabischen. 3er-Waran mit Stufe 15. Aha, wir haben Waran. Kann man mal sehen, das ist so lange her irgendwie jetzt. Alles ist ja schon jetzt doch ein paar Wöchlein her. Fütterungsaktion. Mensch, wo habe ich denn die hier hingebaut? Hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Ich suche die Fütterungsstation. Hat die jemand gesehen? Hallo. Ja, unsere Alpakas haben Babys. Das ist auch toll. Hallo, guten Tag, guten Tag. Aus dem Weg. Oh, das gibt's doch nicht. Wo habe ich die denn hingepackt? Ich guck mal eben von oben. Da. Toll. Rennt durch den ganzen Park und dann ist es da irgendwo. So, dann versuchen wir mal, ob jemand kommt. Also, es ist ja gar nicht so sicher, ne? Wir haben da schon gehabt, dass kein Tier kam. Und man stand hier, aber es scheint so. Eva erbarmt sich unser und kommt hierher. Hallo. Ja, du bist süß. Ja. So, ja, gibt Bananen. Es gibt immer Bananen. Jetzt gibt's, oh, unsere Arbeiter streiken schon wieder. Okay, kümmern wir uns später drum. Hast du eigentlich die Banane gefressen? Ich habe das gar nicht gesehen. Oder habe ich das abgebrochen? Ach, die Banane hast du gar nicht gekriegt, ja? Komm, ich kriegst einen Apfel. Hallo. Ich überlege ja eventuell, ich spiele das ja mit Maus und Tastatur, ne? Und ich überlege, ob ich das mal versuche, mit dem Controller zu spielen. Vielleicht ist das etwas angenehmer. Müssen wir mal gucken. Tschüss. War nett. Also, war nett. Komme ich hier jetzt wieder weg? Mit C, ne? Genau. Okay. So, die Hausmeister streiken. Ja, natürlich streiken die Hausmeister. Die sowieso nicht viel machen. So.
Was? Na gut, okay. Ihr könnt froh sein, dass ich so viel Bonus gekriegt hatte. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist Schluss mit lustig. Gibt nichts mehr. Okay. So, dann würde ich jetzt erstmal an dieser Stelle den Part beenden. Im nächsten Part kümmern wir uns dann weiter um die Antilopen und schauen mal, dass wir eben den Park ein wenig sortieren. Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.